Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ATS. So. Level 15. Ja, das heißt, unser Hänger kann kommen. Krass, korrekt. So. Wir gucken zuallererst mal, wie es unseren Fahrern geht. Da hat ja einer gerade ein Level abgehabt. Ach nee, die brauchen beide noch ein Level. Okay. Und die haben beide auch schon Level 3 erreicht. Geil. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ah, cool. So, das heißt, wir haben jetzt 82.000. Wie teuer ist denn ein Auflieger? Machen wir mal anders. Ich speichere mal ganz kurz. Und dann machen wir einfach mal wieder einen Einkauf. Und gucken mal, wo wir da so hinkommen. Oder ob wir das denn so behalten wollen. Warum, du lädst so langsam? Was ist dir geschehen mit dir? Richtig schön am Tag hier. Geil. Wir stehen bei sogar ganz weit vorne. Ohne Auflieger macht das nicht wirklich viel Sinn. Aber egal. So. Bank. Dann genehmigen wir uns mal wieder. Einmal dich. Einmal dich. Eigentlich können wir die anderen auch gleich mal schön machen hier. So, haben wir wieder überall schon 100.000er. Sehr geil. Haben wir den gesamten Kreditrahmen ausgenutzt? Das hätte ich jetzt noch zweimal 10.000 nehmen müssen und darauf hatte ich echt keinen Bock. Das wäre mir echt zu blöd. So. Auflieger-Händler. Wir brauchen Ausführung ändern. Hier gibt es nur den, macht Sinn. Oh, jetzt können wir sogar schon den Kühlauflieger benutzen. Yay. Ja, eben, das war sogar das, worauf wir gewartet haben, ne? Genau, das konnten wir erst ab Level 15 machen. So war das. So, hier nehmen wir natürlich den. Oder nehmen wir gleich. Ich würde mal sagen, wir nehmen gleich den hier, ne? Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, finde ich geil. So, hier ist ganz klar, ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja völlig normal. 132.000 schon. Eieieiei. So, hier nehmen wir erstmal so eine schöne erstmal so eine schöne Blende. So ungefähr. Wobei, ich wenn wir lieber hier gucken, wegen so Unterbauteile, aber mehr gibt es ja noch nicht. Gibt bloß auch bloß das Rad. Also das macht Sinn. Aber das hier, da kommst du da gar nicht mehr ran. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, hier gibt es eine Seite, weil da natürlich kein Gasdruckbehälter ist. Ja, völlig normal. Völlig klar, völlig natürlich. Warum ist das Stück hier türkis? So why? Just why? So, hier schön die Beleuchtung. Genau. Gut, die Lampen, sie sehen zwar nicht so rund aus wie hier, aber völlig egal. So, unser Auflieger. Gibt es hier auch diese schönen Dynamics? Nee, gibt es hier gar nicht. Trekkingreifen gibt es bloß die, die wir hier bereits drauf haben. Gut, dann können wir die gleich auch behalten. Advanced Chrome, Standard Chrome, was haben wir denn? Wir haben, glaube ich, normal Standard Chrome, ne? Ja, genau. Wir haben die normal Standard Chrome Dinger. Advanced, ne. Sieht auch komisch aus. Standard Chrome ist schon besser. Blau ist natürlich auch schon was Funniges, aber ne. Nee, nee. Ich hätte hier auch schon gerne ein etwas gröberes Profil, aber. Ah, bald mal wieder. So, wie sieht es denn hier aus? Da. Nö.
Ich glaube, ich bleib bei dem. Sieht besser aus. Gibt's nicht. Und hier kam war schon das Ding. Achso, ich dachte, das ist. Ach nee, das ist das Ding mit der Hebebühne. Genau. Leider kann man die nicht benutzen. Ach guck mal, jetzt haben wir auch eine andere Beleuchtungsmöglichkeit. Also jetzt haben wir nicht mehr, ne? Also jetzt haben wir andere Beleuchtung und so. Versteht ja schon. Ja, so ein bisschen Windkanal. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Ja, also Rolltür finde ich persönlich halt eigentlich extrem dumm. Würde ich schon eher die Ding hier nehmen. Die Frage wäre halt nur das hier. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir bleiben hier wirklich bei dem. Sieht einfach am besten aus. Bei dem Auflieger. Das macht schon am ehesten Sinn. Und ich glaube auch mal, die Dinger hier lasse ich weg. Das sieht irgendwie nicht so geil aus. Können wir hier das Ersatzrad dran machen? So ungefähr. Eigentlich können wir auf beiden Seiten Ersatzrad dran machen. Ja. So viele Räder, wie wir haben, kann es nicht schaden, ein paar mehr zu haben. Ich würde jetzt sogar die gesamten Boden voll klatschen, ja? Einfach mal so 80 Räder. Ah, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt bräuchten wir hier nur echt mal so ein Windding, ne? So eine Windverkleidung. Mit dem Auflieger sieht der LKW extrem niedrig aus. Gott, ist der klein. Ja, gut. So, 136.000. Ist schon ein ordentliches Sümmchen, ne? Das ist schon ein ordentliches Sümmchen. Kaufen. Und zwar in unserer Heimatwerkstatt. In der Garage für. Ach, stimmt, da eben, da müssen wir erstmal hinfahren, ne? Obwohl, ich meine, zur Garage können wir auch schnell reisen. Das wäre auch nicht das Problem. Weißt du was? Vielleicht sollten wir uns doch erstmal hier oben irgendwo, also hier oben irgendwo hinfahren und dann hier erstmal irgendwo eine Garage holen. Frage wäre auch wo. Persönlich würde ich schon dieses Gebiet hier schon bevorzugen, so obere Hälfte von Utah und Wyoming. Der einzige Ort, der mir halt was sagt, ist halt Prince und Salt Lake City. Das sind die einzigen Orte, die mir überhaupt irgendwas sagen. Alle anderen. Na, Salt Lake City wäre eigentlich so am zentralsten, ne? Das wäre eigentlich so die ideale Stadt. Kacke. Ah, Kacke. Gut, gucken wir mal kurz, ob wir einen Auftrag bekommen zu Salt Lake City. Ja, was sag ich noch, Aufträge? Aber ist das irgendwas, was in die Nähe geht davon? Nee, ne? Ich glaub, wir fahren einfach dahin direkt. Ah, guck mal, ist doch hier. Ah, das ist doch ideal. Let's go. 38.000 Pfund. Passt doch. Der schweißt die Kredit jetzt mal wieder raus hier. Bam. Und let's go. Drive safe. Keep right and then turn right. Dann fahren wir jetzt nach Salt Lake City, direkt mit einer Mission. Dann holen wir uns dort erstmal eine Werkstatt.
Und wenn wir dann wieder genug Geld haben für einen Auflieger, dann holen wir uns einen Auflieger. Haben wir jetzt ungefähr gesehen. Wir brauchen so, wie viel? Also, ich sag mal, ab 150.000 Dollar holen wir uns dann einen Auflieger. Und dann können wir den nämlich direkt auch dahin stellen, wenn wir dort sowieso gerade in der Nähe sind. Weil unten bei der Werkstatt kommen wir halt kaum vorbei. Die war am Anfang des Spiels irgendwie ein bisschen sehr dämlich gewählt. Meistens befinden wir uns ja eher so im oberen, in der oberen Hälfte der Map. Voll die geilen Zugdinger hier, wie heißt die Dinger? Seilbahn, nein, doch, Seilzug. Irgendwer hat ein Seil und geht steil, so. Ich geht's aber auch bergauf, Alter, holy moly. So, Aufträge. Auftrag. Oh, das ist ja auch ein süßer. So, kann ich noch was verstellen? Nee, ne? Was sinnvolles verstellen kann man nicht. Ah, wir sind kleineren Auflieger. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Tiefbett und Tiefbett. Was ist denn der Unterschied? Die sehen exactly the same aus. Egal. Wir nehmen einfach mal. Ah, nee. Habe ich jetzt genommen? Nee, ne? Annehmen. So, was ist denn der Gute? Da hinten irgendwo. Ach, da. Da sieht man schon so ganz leicht dieses rumwackelnde Ding. Hallo, wo ist denn der? Ach, da! Der LKW klingt irgendwie gerade ganz komisch. Meilen, das war mal wieder eine kurze Strecke hier. Hat man schon lange nicht mehr gehabt.
Go straight on. Wisst ihr, eigentlich könnten wir mal irgendwo direkt bei einer Werkstatt vorbeigucken. Am besten im Zielort. Oh, hier gibt's ja keine. Achso, wir wollten ja eh dann nach oben hier, Salt Lake City. Und hier geht's gerade. Ja, da siehst du, da ist einer direkt. Da ist dann auch das Haus, wo wir dann wohnen würden, wahrscheinlich. Hier ist dann wahrscheinlich eine Arbeitsagentur oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall können wir dann hier gleich mal gucken, wie es denn aussieht. Mit so entweder eine höhere Kabine, wobei ich noch nicht glaube, dass wir schon eine höhere Kabine kaufen können. So leveltechnisch gesehen. Und vor allen Dingen dann aber, wenn wir schon keine höhere Kabine kaufen können, dann wird es so ein Windschild-Dings der Bumster da. Boah, diese LKW. Guck durch diese LKW an, der mit die Tiefbettlader. Der LKW an sich ist schon geil. Oh, alleine diese Stoßstange. Also die Stoßstange passt echt zu dem weißen Lack wie der Faust aufs Auge. Ja, ist schon echt krass. Kann man mir erzählen, was man will. Das sieht einfach geil aus. Doch. So muss das sein. Schon abgedreckt, die beiden. Yeah. Jetzt fühle ich mich gut. Keep right and then continue straight on. Ja, wir haben grün. Oha. Schon wieder, wenn wir gerade weg sind. Diese Züge, die mögen uns nicht mehr. Kannst du vergessen. Der Zug ist abgefahren. Oh, da ist der LKW umgeflogen. Lol. Waren wir das in einem früheren Leben?
Slow down. Meine Geschwindigkeit ist slow down? Was ist das für eine Geschwindigkeit? Ja, what the fuck? Nee, du, finde ich jetzt nicht so in Ordnung. Also, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen hier. Also, ja, ich meine, wir. Was zur Hölle war das schon wieder? Ich möchte mal ganz kurz hier, du Hurensohn. War das überhaupt? Ich glaube, ne. Schon wieder die schönen weiten Anstriche der Vergangenheit. Kann man wieder richtig schön speeden hier. Bei denen in Kurven vielleicht nicht so eine gute Idee, aber. Eine Stadt. Und schon wieder vorbei. Ich höre gerade schon wieder, by the way, die ganze Zeit ohne Musik. Wow. Na gut, jetzt für die letzten 5 Minuten macht es auch keinen Sinn mehr. Außerdem sterben wir eh gleich, also. Mein LKW geht gerade ganz schön ab hier.
Okay, vorhin ist es ja schon eng. So. Mein Geheimtrick wieder angewendet. Was? Wieso? Achso, weil ich kurz auf einem anderen Fahrstreifen war. Das kann schon, ich bin gerade hier voll falsch abgebogen, aber nee. Oder bin ich? Nee, genau, ja. Hier war ich kurz auf einem anderen Fahrstreifen und deswegen dachte er, ich war in die andere Richtung und hat mich dann zurückgeleitenderweise wollen. Ne, kennt man ja. Passiert ja andauernd. Oh, Dinosaurier. Ist mir das gar nicht aufgefallen. Gut, ich meine, bei dem grünen Hintergrund, grüne Dinosaurier, fällt doch jetzt nicht so sehr auf. Muss man dazu sagen. Oh, da vorne kommt ja schon eine Kurve. Und es wird eingleisig. Ein paar Faktoren, die mir zusammen nicht gefallen. So. Yeah. Welt jetzt hier auf einmal wird. Fängt gleich an zu regnen oder was? Vorne wird es ein bisschen gefährlich. Da fehlt mir so ein bisschen der Überblick. Ah, siehst du, genau das meinte ich. Zum Glück habe ich mich dazu entschieden. Warum bremst der jetzt hier gerade? Zum Glück habe ich mich dazu entschieden, hinter dem Auto zu bleiben, weil ansonsten wäre es mit dem LKW sehr kuschelig geworden. Alter, wie bewölkt es hier gerade ist. Holy moly.
Da soll es auch mit der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es denn dann heißt, ja, die Mission schaffen wir da eigentlich, sollte man da eigentlich schaffen. Ja, von daher hoffentlich den Hängerkauf auch unter anderem. Naja, bis dann.